Smart Talk statt Small Talk. So brillierst du im Gespräch. Wusstest du, dass dein Umfeld die Entscheidung darüber, ob du klug oder weniger klug bist, in wenigen Sekunden fällt? Wir sprechen hier vom berühmten ersten Eindruck und erst eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Erstens wird es schwer, hier Pannen auszubügeln. Und zweitens sollte dieser Auftritt ganzheitlich sitzen, nicht nur was dein äußeres Erscheinungsbild betrifft. Deine Wortwahl ist in jeder Hinsicht sehr aussagekräftig. Sie attestiert dir nicht nur Bildung oder Eloquenz, sie zeigt auch, welcher Typ Mensch du bist. Wir möchten dich in unserem heutigen Video in das weite Land der Sprache entführen. Es ist nämlich nicht einerlei, wie du sprichst oder welche Worte und Phrasen du verwendest. Unbedingt weglassen jedenfalls solltest du die folgenden 9 Beispiele. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Ich denke oder ich glaube. Diese beiden Floskeln unterschätzen wir alle ziemlich. Sie sind uns bereits derart vertraut, dass wir ihre Verwendung gar nicht mehr bemerken. Dabei sind beide Satzanfänge die reinsten Weichspüler für unsere Aussagen. Was wir denken oder glauben, ist nämlich nicht von Belang, jedenfalls nicht im Vergleich zu dem, was Fakt ist. Nummer 2. Ehrlich gesagt. Vorsicht vor dieser Einleitung. In einschlägigen Kreisen ist man sich sicher, dass Menschen, die ihre Sätze mit ehrlich gesagt beginnen oder diese Phrase in ihre Aussagen einbauen, alles andere als ehrlich sind. Außerdem soll diese Floskel gelegentlich vor dem Härtegrad der darauf folgenden Bemerkung ablenken. Lass es einfach gut sein mit so viel demonstrativer Ehrlichkeit. Sie könnte sich als Bumerang erweisen. Nummer 3. Eigentlich. Es ist ein Unwort und de facto ein Wort, das niemand braucht. Trotzdem verwenden wir es alle, und zwar regelrecht inflationär. Das Einstreuen von eigentlich bläst Sätze unnötig auf. Aber dieses Wort fungiert auch als Schalldämpfer. Es soll dem, was danach kommt, ein wenig die Schärfe nehmen. In der Praxis führt das allzu häufige Verwenden von eigentlich dazu, dass wir gar nicht mehr zuhören. Nummer 4. Immer oder nie. Diese beiden Worte sind echte Killer. Also Vorsicht, wem du sie zumutest. Dabei wirken immer und nie ganz harmlos. Ihre Wirkung entfaltet sich erst im Laufe eines Gesprächs. Wenn wir jemandem "Du kommst zu spät" vorwerfen, ist das eine einmalige Sache. Sie ist nicht schön, aber kein Beinbruch. Doch was passiert, wenn wir daraus aus einer Laune heraus ein "Du kommst immer zu spät" werden lassen? Wir stellen fest, diese Person kann nicht pünktlich sein. Alles spricht jedenfalls dagegen. Sie ist unzuverlässig, unmotiviert und lässt uns ständig warten. Nummer 5. So wie. Vergleiche einzubauen ist grundsätzlich eine gute Sache, wenn wir unseren Standpunkt im Gespräch mit anderen verdeutlichen wollen. Aber das flächendeckende "sowie" in Kombination mit einem unvollständigen Einschub oder einer nicht zu Ende gedachten Phrase verwirrt unser Publikum eher. Außerdem laufen wir Gefahr, dieses "das ist so wie" in unseren Sprachgebrauch zu übernehmen. Und schnell wird ein Tick daraus, den wir nicht mehr loswerden. Nummer 6. Ähm. Zugegeben, gegen ein Ähm kann man gar nicht viel machen. Es ist ein allseits beliebtes Füllseel, das die meisten Menschen vollkommen unbewusst einstreuen. Muss man jemandem zuhören, etwa im Rahmen eines Vortrags, der häufig diesen Lückenbüßer benutzt, wird es anstrengend und mühsam. Achte ein wenig darauf, wie oft du ein Ähm zwischen deine Aussagen quetscht. Ganz aus deinen Gewohnheiten verbannen wirst du es nicht können, aber vielleicht ein wenig sparsamer verwenden. Nummer 7. Total. Wer den Teenie-Jahren entwachsen ist, sollte auf dieses unnötige Wort verzichten. Wir benutzen es ausschließlich, um eine Sache besonders hervorzuheben. Allerdings ist diese überzogene Dramatik meistens gar nicht von Vorteil für uns.
Wir outen uns mit einem häufigen Gebrauch von total als geistig unreif und irgendwie auf der Strecke geblieben, als die guten Geister das Gehirn verteilt haben. Generell solltest du dich von der derzeit schwer angesagten Jugendsprache nicht anstecken lassen. Total ist nur ein Beispiel von vielen, das dich wertvolle Pluspunkte im gesellschaftlichen Miteinander kosten kann. Nummer 8. Nur oder nur schnell. Ebenfalls in dem Bereich Selbstsabotage fällt das Wörtchen nur, gefolgt von seiner Steigerungsform nur schnell. Damit graben wir uns selbst das Wasser ab. Es macht einen ziemlichen Unterschied, ob wir sagen, ich habe eine Frage oder daraus ein, ich habe nur schnell eine Frage machen. Letzteres lässt uns wie Bittsteller erscheinen, die sich aufdrängen oder die sogar lästig sind. Ein souveräner Auftritt jedenfalls ist mit diesen beiden Füllwörtern nicht garantiert. Nummer 9. Fremdwörter und Zungenbrecher. Sie haben in der Fachwelt, in der Sie zu Hause sind, große Bedeutung. Ohne Fachbegriffe und bestimmte Fremdwörter gäbe es ganze Wissenschaftsdisziplinen nicht. Im normalen Alltag hingegen macht man sich schnell zum Idioten, wenn man sie in eine Unterhaltung einflechten möchte. Erstens muss natürlich gewährleistet sein, dass du ein Fremdwort richtig verwendest. Dann musst du diese Zungenbrecher, die häufig Lehnwörter aus dem Lateinischen sind, auch noch richtig aussprechen können. Gelingt dir beides mit Bravour, dann muss man dich am anderen Ende nur noch verstehen können. Ist jedoch nur einer dieser drei Punkte nicht garantiert, lass die Finger davon. Unser heutiges Fazit. Wer besonders klug wirken möchte, erreicht oft das genaue Gegenteil. Am besten vermeidest du Fremdwörter und komplizierte Fachbegriffe, sofern sie dir nicht bereits in Fleisch und Blut übergegangen sind. Solche Täuschungsmanöver bemerken unsere Mitmenschen schnell und sie lassen uns in jeder Hinsicht dumm dastehen. Dezimiere die Aussagekraft deiner Worte nicht, indem du nur oder nur schnell etwas anbringen willst. Damit schmälerst du deinen Auftritt. Auch Füllwörter wie eigentlich, total oder die Gesprächskiller Nummer 1 immer und nie sind absolut entbehrlich. Gegen das M können wir leider nicht allzu viel ausrichten, aber wir können an seiner Ausrottung aus unserem Sprachschatz immerhin arbeiten. Beginnst du deine Sätze mit Floskeln wie ehrlich gesagt und ich denke oder ich glaube, nimmst du dir selbst den Wind aus den Segeln. Sprache kann uns richtig eingesetzt stark und im Dialog mit anderen nahezu unbesiegbar machen. Verwenden wir sie jedoch falsch, macht sie uns angreifbar, schwach und lässt uns zu allem Überfluss auch noch ganz schön dumm aus der Wäsche gucken. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.